Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge 217 von Astronier. Ja, wir müssen den Albatros noch wegschicken, könnten aber gerade mal hier noch mal reingucken, ob es noch was Neues gibt und dann weiter schauen, was die Lady macht. Die fliegt noch irgendwo anders hin. Ja, und hier gibt es tatsächlich noch ein paar Sachen, weil wir, glaube ich, abgespeichert haben, oder? Oder? Ja, doch, könnte sein. Dann kaufen wir die noch schnell ein und dann gucken wir weiter. Nach dem Intro. Bis gleich. So, dann sind wir hier drin. Dann wollen wir mal loslegen, dass wir... Also ich habe das jetzt gerade hier noch eingesammelt und jetzt geht's auf die Karte. Ne, auf die nicht, auf die. Und schicken den Albatros mal zu einem Ausrüstungsdock. Und das nächste wäre da, aber Albatros da nach. Nee, war falsch. Nochmal. So, so und jetzt links klicken. Und Start. Weg ist er, wir sitzen in der Drohne. Gehen dann auf die Karte und gucken hier, das war die Lady, die ist schon unterwegs. Da wechseln wir mal gerade rein und gucken, was die da macht, ob die da angekommen ist oder nicht. Und der Traveler, der sollte bei einer Forschungsstation sein. Da müssen wir gleich schauen, dass wir umwechseln. Gucken wir mal. Die Lady ist jetzt hier. Hier müssen wir hin. Und das Ausrüstungsdock ist da oben. Ein Stück weit weg, aber ich glaube, da können wir gerade schnell hinfliegen. Sehr wendiges Schiff. So. Ah, der ist natürlich nicht so der schnellste, ne? Der Ladykracher hier. Aber wir sind ja gleich schon da. Da ist ein Dockingport, sehr gut. Einmal schnell dahin. Und den Traktorstrahl. Und dann sind wir da, gucken rein und kaufen auf. Gibt aber nichts Dolles. Aber wir nehmen das gerade noch mit. Gehen dann auf diese, ne, diese Karte nicht, sondern auch wieder diese Karte. Und die Lady schicken wir dann dahin. Okay, weg sind wir. Und jetzt gehen wir in den Traveler und schauen mal, dass er zur Forschungsstation kommt. Und dann gucken wir, dass wir bei der Forschungsstation Klamotten eintauschen und hoffentlich dieses letzte Teil kriegen, ne? Forschungsstation. Da unten. Oh, das ist weit weg. Das ist weit weg. Mach das mal so. Und wo ist die Forschungsstation jetzt hier? Da ist noch ein Ausrüstungsdock. Da unten. Wo ist es jetzt? Ne, da ist das Ausrüstungsdock. Wo ist denn jetzt die Forschungsstation da? Und da docken. Okay, das heißt, ein Schiff Lady den Sektor angegriffen. Okay. Dann gehen wir da mal schnell hin, zu Lady wechseln. Schauen wir mal, wer da so rumfliegt. Vielleicht ist da ja eine Unterstützung in dem Sektor. Okay, sind wir irgendwo abgefangen worden, oder?
Oh oh. Das sieht für die Lady nicht ganz so gut aus. Das sieht für die Lady nicht ganz so gut aus. Und wir haben 92 Sekunden, die wir überleben müssen, damit wir hier wegspringen können, ne? Das wird ernst. Warte mal, da werden wir uns in diese Richtung vielleicht bewegen. Aber ich glaube, in diesem Sektor sind die Piraten schon vernichtet worden. Ich sehe nichts. Aber Glück gehabt. Was war das denn? Asteroid hier durch die Gegend geflogen? Krass. Okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal in den Bildmodus. Vielleicht klappt das ja schon mit dem Reparieren. Ja, zum Glück. Und dann... dann sind wir wohl abgefangen worden, ne? Kann das sein, weil ich glaube, hier ist definitiv keine Forschungsstation, ne? Nein. Und wo wollten wir hin? Wahrscheinlich da, oder? Lady, das, das und Start. Gut, hat geklappt. 5% Hinterhalt hat man eben, ne? Und das hat ja super geklappt dann. So, jetzt gehen wir in den Traveler. Der ist hier. Also, dann können wir hier natürlich Wechsel machen und dann gucken wir, dass der vielleicht jetzt schon bei der Forschungsstation angekommen ist, oder? Weiß ich aber nicht. Das sieht schon mal gut aus. So, dann mal rein. Forschen. Was sind das hier? Also, Sektorbezeichnung, Applikation, das brauchen wir nicht. Sektormarkierungsspur hier brauchen wir nicht. Geschützkontrollsystem. Rein damit. Oh, da haben wir ja reichlich von, ne? Forschen, ein blaues. Und das da auch rein und forschen, ein blaues. Und zack, wieder eins. Das waren jetzt schon drei. Geschützkontrollsysteme sind das. Schnelllader, Batterien. Hier ist noch ein Kontrollsystem. Ist das hier? Generatorbooster. Nehmen wir auch noch mit. Und was kommt raus? Schnelllader, Batteriebooster. Super. Generatorbooster. Verstärker, ein Subsystem und noch eins. Generatorbooster ist da rausgekommen. Dann Verstärker nochmal. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Genau, Subsystem R Delta, okay. Verstärker. Da sind noch genug von da. Okay, hier haben wir noch einen Generatorverstärker. So, zu Schildumwandler. Energie zu Schildumwandler. Energie zu Schildumwandler und noch eins. Und dann kommt raus Generatorbooster. Super. Schildumwandler. Drei. Und das letzte ist jetzt hier ein Antriebsbooster. Und da ist noch sowas. Antriebsbooster selten. Hyperraumverstärkungssysteme. Und da kommt dann eins raus, das auch so eins ist. Gut. Das. Das. Haben wir noch mehr von dem Zeug, ne? Kommt wieder so eins raus. Und dann haben wir noch mal so viele.
Ja, sehr gut. Jetzt haben wir da noch drei von. Was haben wir hier? Dreiköpfe Hydra. Und Beschleunigungsantriebsbooster. Und da kommt eine vierköpfige Hydra raus. Okay, auch nicht schlecht. Geschützkontrollsystem, haben wir noch mehr davon. Ich dachte, die hätten wir gerade alle umgewandelt. Ach so, man konnte noch runterscrollen wahrscheinlich. Bergbausystem, noch ein Bergbausystem. Hier sind Scanner, die machen wir da auch noch rein. Und hoffen dann, dass wir das Richtige rausbekommen. Natürlich einen tiefen Scanradarverstärker. Detektor C43. Hochgeschwindigkeitsüberbrückung. Was haben wir sonst noch so? Ein Scanner-Booster. Egal, forschen. Aha, C88-Detektor. Gut. Auch damit rein. Ist klar, dass das rauskommt. Das bleibt ja nicht aus. Jetzt haben wir hier noch drei Stück von denen. Und dann fehlt uns einer und dann nehmen wir was? Ja, dann nehmen wir den. Und da ist auch ein Radarverstärker rausgekommen. Stehender Schild-Ionisierer. Scanner-Booster. Scanner-Booster. Schild-Impenator oder so ähnlich. Den nehmen wir auch noch mit. Und kommt raus ein festigender Schild-Ionisierer. Handelssystem. Fünfmal. Alles klar. Das macht uns keine Sorgen dann. Die alle gleich sind, kommen die alle gleich in einer höheren Stufe raus. Oh, da sind Neuner sogar von da. Und jetzt noch vier. Jetzt fehlt uns nur eins, ne? Na komm, dann nehmen wir den damit zu. Ich will aber den lieber nochmal zum Schluss reintun, in der Hoffnung, dass das besser mit dem klappt. Ja. Okay. Hier ist eine Gun drin. Haben wir drei Stück von. Pack die nächste da auch mit rein und das ist einfach gut. Spielt überhaupt keine Rolle, was da dran ist. Einfach rein, damit es höherklassig wird. Und es dauert natürlich sehr lange. Kann man hier einen Doppelklick machen? Nee, leider nicht. Nein, den nehmen wir mal nicht. Weg damit. Ein Abwracker. Haben wir noch mehr Abwracker? Noch einen zweiten. Da ist noch ein Abwracker. Bergbaulaser, Bergbau, Kanone, Maschinengeschützturm. Aufbereitender Abwracker und dann müssen wir noch einen mehr da reinnehmen. Und dann ist ein Doppel-R-Abwracker rausgekommen. Sehr gut. Maschinengeschütz. Maschinengeschütz. Verteidigungslaser und Du-Maschinengeschütz. Zack. Maschinengeschütz. Präzisionsgeschütz. Präzisions-Doppelmaschinengeschütz. Gut, rein damit, fertig. So, das ist Bergbau, das ist eine Profilkanone. Bergbau, Verteidigungslaser. Kann da rein, tschüss. Bergbau, zweimal. Herbergbau. Aufbereitender Bergbau. Herbergbau. Und kommt raus ein. Aufbereitender Bergbau, schade. Dreifachflak. Ja, schmeißt den da jetzt auch rein und den auch, weil es ist jetzt Ende.
Geht das? Ja, geht. Dann packen wir da noch zwei rein. Was war das für Value? Okay, nichts Schlimmes. Ist nur ein blaues wieder rausgekommen dadurch. Naja. Geht aber. Frachtraumerweiterung. Fünfmal. Gibt also auch eine Frachtraumerweiterung in einer neuen Qualität. Batteriebooster. Nochmal. Generatorbooster und nochmal einen. Zack. Generator-Subsystem. Kontrollsysteme hier. Haben wir auch. Da kommt ein neues Kontrollsystem raus. Sehr gut. Jetzt haben wir hier noch drei. Noch eins und zack. Hier haben wir fünfmal. Also sechsmal haben wir es und stecken die fünfmal rein. Sehr gut. Einer. Geschützkontrollsystem haben wir da auch noch zwei. Dann sind die auch alle weg. Aber nur in der unteren Etage, weil da sind noch welche. Haben wir noch was Brauchbares da? Traktorstrahlabbrett machen wir da jetzt nochmal rein. Und Geschützkontrollsystem ist rausgekommen. Booster-Geschichte. Auch noch eine zu Schildumwandler. Antriebsbooster und Hydra. Fünfköpfige Hydra, wow. Aufdecken ist zwei. Die kannst du da alle reinschmeißen. Dann schmeißen wir den noch dabei. Und den Bergbauer. Ja, komm, mach den da auch rein. Hyperraumbooster ist da rausgekommen. C-Stufe. Radarverstärkter Tiefenscanner. Tiefenscanner, okay. Radarverstärker, Bergbau. Haben wir ein plasmischen Schildorganisierer. Nochmal so ein Scanner, regenerierender Booster, Schildbooster. Lektor. Kommen da noch zwei von denen rein, dann passt das. Haben wir jetzt einen regenerierenden Schildbooster erhalten. So, hier ist noch ein Detektor, da sind noch drei von. Da ist noch einer und dann noch die zwei, dann kriegen wir da. Nee. Detektor-Subsysteme. Passt. Handelssystem haben wir auch 5 von. Sehr gut. Weiter. Kanonen. Ist jetzt auch egal, was da reinkommt. Ich stecke es einfach rein, weil es einfach zu viel ist, ne? Plasma B-Sprayer. Langzeit-Dreifachkanonen und sowas haben wir hier auch noch. Topflak. Boah, es ist ganz schön viel Arbeit hier. Distanz-Vierfach-Bolter. Aufbereitender Bergbaulaser, sehr schön. Ein Duoflak. Komm rein damit. APT-3-Flachflak. Abwracker, Apparaturlaser. Ich schmeiße einfach rein jetzt. Ich suche da nicht hinterher, was das ist. Irgendwas wird rauskommen. Wir brauchen eine hohe Qualität. Wollen wir hoffen, dass wir die kriegen. Aber es hört und hört nicht auf.
Kommen wir dem Ende nahe? Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Super 3 Point Defense geschützt rum, okay. Einen haben wir noch davon. Apparaturlaser. Aufbereitende Bergbau, ne, ein Abwracker auch nicht. Hier so eine Flak kann da rein, rapide Dreifach Flak und dreifach Bolter oder vierfach Toplaser gebaut und es gibt noch einen, zum Glück gehabt. Den da rein. Da ist auch noch einer. Und noch einer. Noch ein Geschützkontrollsystem geworden. Batterien haben wir hier. Und da auch nochmal. Und was kommt raus? Ein Geschützkontrollsystem. Frachtraumerweiterung. Geschützkontrollsystem haben wir nochmal. Internes Verteidigungswaffensystem. Und dann haben wir noch einen Booster. Der NATO-Booster ist rausgekommen. Schild, fünffachköpfige Hydra und hier die Reichweite. Schild ist rausgekommen. Die Sensoren wurden so gesagt, okay. Hyperraumbooster, okay. Schilder und sowas hier. Und Schildverstärker. Zack. Schildionisierer ist da rausgekommen. Sehr interessant. Was haben wir jetzt hier so für Sachen? Jetzt kommen schon die Waffen da, ne? Ja. Schildverstärker rausgekommen. Bergbauer. Und forschen. Ich hau die Waffen da jetzt schnell rein. Haben wir noch 5? Ich glaube ja, ne? Sieht gut aus. So, jetzt sind die roten dran, die dann zu lilanen werden, ne? Aber da kann man jetzt auch nicht mehr ganz viel steuern. Bau die da einfach rein und fertig. Da ist es, oder? Steht da irgendwo beliebtes Geschütze? Allgemeines Geschützkontrollsystem. Aber da steht nichts von diesen zwei Kratzern drauf. Was war das jetzt mit den Missionen? Ist jetzt aber auch egal. Ich pack das dann mal noch alle rein. Weil wir wollen ja sowieso die schicken haben, oder? Wieso hat der gerade diese Missionen da? Da fehlt uns jetzt einer, ne? Kann das sein? Hier ist noch sowas. Aber das geht ja nicht, weil zu viel Unterschied ist zwischen den Stufen. Ja, dann war's das, wa? Oder? Langzeit Doppeldeckstung, okay. So, jetzt brauchen wir hier ein, zwei und drei. Und dann können wir den forschen und hoffen, dieses System hat zwei große... Endlich haben wir das Ding. Gut. Da waren nicht zwei Streifen. Und hier steht jetzt, finde und aktiviere das Tor. Gut gemacht, du hast alle Attacke gefunden. Nun machst du den Sektor mit den 8 Schlüsselasteroiden finden, um das Tor zu öffnen. Es sollte sich nahe an der Barriere befinden. Viel Glück. Alles klar, haben wir das. Wir haben eine lange Folge, verdammt lange Folge. Ich sag mal, wir schauen dann in der nächsten Folge, wo die Barriere ist und so. Und wo das Tor, dieses Tor sozusagen ist. Alles klar. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.